Wenn auch du den Wunsch hast, deine Brille endlich loszuwerden und deine Sehschwäche schnell und effektiv zu verbessern, sodass du in nur 6 bis 10 Wochen 2 bis 3 Dioptrien weniger hast als aktuell und damit vielleicht schon deine Brille loswerden kannst. Wenn du neu sein solltest auf diesem Kanal, gerne abonnieren, um keine weiteren neuen Videos zu verpassen. Mein Name ist Patrick, ich bin Augentrainer, ich mache das Ganze schon mehrere Jahre und habe schon mehrere tausend Teilnehmer gecoacht, ihre Sehkraft zu verbessern, sodass sie heute eben keine Brille mehr benötigen. Und heute möchte ich dir zeigen, was das Augentraining überhaupt auf sich hat. Am Ende des Videos werde ich dir auch nochmal konkrete Tipps geben, wie du starten kannst, um deine Sehschwäche schnell und effektiv zu verbessern. Aber wichtig ist zunächst einmal zu verstehen, was Augentraining überhaupt bedeutet. Denn das Augentraining ist ja nun der Überbegriff. Die meisten verstehen darunter eigentlich nur ein, zwei Übungen machen und dann sollte sich die Sehkraft irgendwie verbessern. Aber tatsächlich ist das Ganze ein bisschen komplexer, als einfach nur auf diese eigene Übung runterzubrechen, denn das Augentraining baut sich auf mehrere Säulen auf. Ich habe das mal komprimiert auf 3 einzelne Säulen, die ich finde, das sind wirklich die wichtigsten Bereiche, die man das Augentraining wirklich abdeckt. Ja? Zum einen natürlich ganz klar, logischerweise die Übungen. Aber es gibt, wie gesagt, für jedes Augenproblem unterschiedliche Übungen. Hast du beispielsweise eine Kurzsichtigkeit, musst du eine andere Übung machen, wie beispielsweise, wenn du weitsichtig bist. Ja? Und auch da gibt es einen Unterschied, ob du 2 oder vielleicht 4 oder 6 Dioptrien kurzsichtig bist, weil jede Art der Sehschwäche hat unterschiedliche Herausforderungen. Ja? Und deswegen musst du auch da mit einer gewissen Strategie arbeiten, um einzelne Übungen Stück für Stück erst zu machen. Zunächst, bei einer sehr hohen Sehschwäche, machst du kleinere Übungen, kleinere Schritte, um dich Stück für Stück zu verbessern. Wenn du zum Beispiel 2 Dioptrien hast, musst du wiederum eine ganz andere Übung machen, um dann entsprechend deine Sicht aufs letzte bisschen zu schärfen. Ja? Das nur mal so als grobe. Dann haben wir natürlich noch eine weitere Säule, die nenne ich immer die Ernährung. Ja? Die Ernährung ist natürlich ein sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtiger Baustein einfach auch. Und das ist deshalb wichtig, weil je nachdem, was wir essen, was wir auch aufnehmen an Vitaminen, an Mineralstoffen, an Nährstoffen, und das wirkt sich auf immer direkt auf unsere Gesundheit und natürlich auch auf unsere Augengesundheit aus. Du kannst es so vorstellen, wenn irgendwann die Reserven verbraucht sind, dann kann unser Körper und unser Auge nicht mehr hundertprozentig mehr arbeiten. Ja, wenn die Reserve auf Null ist, dann wird die Sehkraft Schritt für Schritt schlechter. Und wenn die Reserve zu lange auf Null ist, dann kannst du dir vorstellen, wird diese Sehschwäche dauerhaft. Und deswegen müssen wir dagegen immer ankämpfen, indem wir einfach genügend Vitamine, Mineralstoffe sorgen und aufnehmen. Und dazu kann man beispielsweise Supplements nehmen oder man schaut auch in der Ernährung, was man da anders machen kann, dass man einfach regelmäßig schaut, dass man genügend Vitamine und Mineralstoffe hat. Dazu kannst du auch einen Ernährungskompass beispielsweise nehmen. Da habe ich mal extra einen Ernährungskompass für geschrieben. Viele unserer Teilnehmer nutzen das auch schon. Also wenn du darauf Interesse hast, unterhalb des Videos findest du dort weitere Informationen zu. Und die dritte Säule, und die ist auch sehr elementar wichtig, sind die sogenannten Sehgewohnheiten. Ja? Gewohnheiten deswegen, weil du musst dir vorstellen, es ist anders wie früher vor vielleicht 100 Jahren. Wir haben heute eine ganz andere Gewohnheiten, sowohl im Alltag, aber auch für unsere Augen. Wir gehen heute ganz anders mit unseren Augen um wie vor 100 Jahren, denn wir sitzen heute viel länger im Nahbereich, also sprich, wir hauen unser Handy jetzt direkt vor uns, wenn du das Video hier schaust, oder auch beim Arbeiten oder wenn wir ein Buch lesen oder in der Schule sitzen. Wir haben ständig den Nahbereich vor uns. Demzufolge arbeiten wir quasi nur in kurzen Entfernungen und gar nicht mehr so viel in die Ferne. Das war vor einigen Jahrzehnten noch anders. Demzufolge ist auch jetzt die logische Konsequenz, dass immer mehr Menschen eine Brille tragen. Und mit Augentraining deckt es eben genau das auch ab, dass du bewusster mit deinen Augen umgehst und natürlich auch auf deine Augen ein bisschen achtest. Ja? Wenn du merkst, dass sie überanstrengt sind, du nimmst es einfach bewusster wahr, wenn du merkst, dass deine Augen sich gerade unwohl fühlen, dass du sie überanstrengst. Und ich zeige dir auch kleine Tipps, die du machen kannst, um deine Augen schnell wieder zu entspannen, damit du eben dadurch deine Sehschwäche auch schützen kannst. Ja? Es gibt natürlich auch noch weitere kleinere Sachen, die man noch beachten sollte, wenn man mit dem Augentraining wirklich Erfolg haben möchte. Aber das sind so die 3 wichtigsten Säulen, mit dem Augentraining zu beginnen. Warum ist denn das Augentraining überhaupt wichtig? Warum ist es denn vielleicht auch jetzt wichtiger denn je? Zum einen natürlich hast du sicherlich schon verstanden, dass deine Brille dir nicht wirklich hilft beim Sehen. Natürlich hast du sie auf und sofort kannst du schärfer sehen. Aber sobald du sie abnimmst, siehst du genauso schlecht wie vorher und wahrscheinlich sogar ein bisschen schlechter, weil die Brille tatsächlich auch unsere Augen zu sehr das Sehen abnimmt. Kannst du so ein bisschen vergleichen mit jemandem, der sich ein Bein gebrochen hat oder vielleicht auch im Rollstuhl sitzt. Ja? Der konnte vorher laufen, aber je länger du im Rollstuhl gefesselt bist, desto schwerer fällt es danach wieder zu laufen, weil einfach die Muskeln zurückgehen. Unser Auge hat natürlich deutlich weniger Muskeln als so ein Bein, ja, 6 Stück an der Zahl. Und die sind natürlich auch deutlich kleiner und dünner als so ein menschliches Bein, ja. Und deswegen müssen wir darauf ganz behutsam drauf achten und auch beim Training genauso behutsam das Trainieren und Antrainieren wieder, ja. Dass wir entsprechend wieder mobilisierter sind, wieder mit unseren Augen mehr arbeiten. Und deswegen ist es wichtig, heute mit dem Augentraining anzufangen.
Denn vor über 100 Jahren gab es noch nicht so viele Sehschwächen. Demzufolge war es auch noch nicht so bekannt, das Augentraining. Nur heute hat sich so viel verändert in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahren tatsächlich auch. Es gibt immer mehr Leute, die zu Hause sitzen, Homeoffice-Zeit haben, ja, und weniger Zeit draußen verbringen. Ja, vor über 100 Jahren hat man wahrscheinlich noch einen Großteil auf dem Feld gestanden. Heutzutage sitzen wir einfach häufiger vor Bildschirm, am Handy, am Laptop, am Fernsehen vielleicht, ja. Dann hast du, wie gesagt, eine sehr hohe Zeit, wo du im Nahbereich verbringst. Und dadurch haben wir sehr wenig Abwechslung und dadurch ist es auch wichtig, wieder etwas dagegen zu tun, dass wir wieder mehr mobilisiert werden in unseren Augen. Ich mache da auch mal ganz gerne den Vergleich. Beispielsweise vor über 100 Jahren gab es noch ganz, ganz wenige Fitnessstudios. Heutzutage gibt es irgendwie an jeder Ecke eins. Liegt einfach darin, dass wir einfach einen Ausgleich brauchen und für den Ausgleich auch sorgen müssen. Und auch unsere Augen dürfen wir nicht vernachlässigen. Jetzt möchte ich dir noch verraten, wie du deine Sehkraft überhaupt verbessern kannst. Und ich habe dir vorhin schon so einen kleinen Zeitraum und auch einen Dioptrienwert genannt, wie du es schaffen kannst und was für einen Zeitraum du dich verbessern kannst. Und es ist natürlich abhängig davon, wie hoch deine Sehschwäche ist. Ich habe dir vorhin ja schon erklärt, höhere Sehschwächen benötigen andere Übungen. Und ich blende die jetzt gerne auch nochmal ein. Es gibt unterschiedliche Dioptrienzahlen und unterschiedliche Entfernungen, ja, denn die Dioptrienwerte sind nicht linear. Das bedeutet, die Abstände sind unterschiedlich. Wir sehen zum Beispiel, um einen Dioptrien von 1 auf 0 zu verbessern, brauchen wir ja 1 Meter, 100 Zentimeter. Wenn wir beispielsweise bei 5 oder 6 Dioptrien gucken, sind es nur noch wenige Zentimeter, die wir uns verbessern müssen. Und deswegen ist es auch so interessant, dass wir gerade bei höheren Sehschwächen erstmal kleinere Schritte machen und dann trotzdem 2-3 Dioptrien uns verbessern können, ja? Weil eben viele Teilnehmer sich in diesem Bereich bewegen. Einige haben eine sehr geringe Sehschwäche, können sich demzufolge schneller verbessern. Einige haben eine etwas höhere Sehschwäche, brauchen demzufolge 2-3 Wochen länger, um sich eben entsprechend um dasselbe Niveau zu verbessern. Und deswegen ist es wichtig, wie gesagt, einfach heute schon damit anzufangen. Und damit auch du davon profitieren kannst, möchte ich dir jetzt hier nochmal ein paar Tipps geben. Zum einen natürlich solltest du unbedingt herausfinden, was für eine Art der Sehschwäche hast du überhaupt. Bist du kurzsichtig? Bist du weitsichtig? Hast du vielleicht eine Hornhautverkrümmung oder hast du vielleicht auch ein schielendes Auge? Ja? Das Letztere kann man vielleicht auch herausfinden, indem man einfach testet, in welcher Auge bleibt das Auge in irgendeine Richtung stehen, dann hast du ein schielendes Auge. Bei einer Kurz- und Weitsichtigkeit möchte ich dir auch kurz nochmal erklären, was da der Unterschied ist. Bei einer Kurzsichtigkeit kannst du alles, was du da im Nahbereich siehst, also alles in diesem Bereich, kannst du gestochen scharf sehen. Darüber hinaus wird es langsam unscharf. Bei einer Weitsichtigkeit genau umgekehrt, ja, also du kannst alles im Ferne sehr scharf erkennen, aber alles, was im Nahbereich ist, da drehen sich die Augen nicht mehr schön nach innen, ja, und dann wird es entsprechend unscharf. Und bei der Hornhautverkrümmung ist so diesen Mix quasi, manchmal ist es auch eine Begleiterscheinung mit den anderen Sehschwächen. Wenn du eine Hornhautverkrümmung hast, siehst du meistens in vielen verschiedenen Bereichen unscharf und manchmal, wenn du ja, eine weiße Wand oder sonstiges hast, siehst du vielleicht, wenn du deine Augen bewegst, siehst du auch kleine Flecken in Anführungszeichen. Ja? Das kann auch einen Hinweis dafür geben, dass du entsprechend eine Hornhautverkrümmung hast. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie man das lösen kann, lade ich dich kostenlos zu meinem Workshop ein. Dort behandeln wir das ganze Augentraining nochmal ausführlich, wo du genau herausfinden kannst, ob das Augentraining für dich Sinn macht, wie du deine Sehkraft verbessern kannst. Wir machen dort einzelne Übungen, wir machen das regelmäßig, also melde dich am besten unterhalb des Videos mal an. Dort habe ich dir einen Link zur Verfügung gestellt, wo du dich einfach mal kostenlos anmelden kannst. Und in diesem Workshop kannst du dann entsprechend herausfinden, welche Sehprobleme hast du. Wir machen gemeinsam ein paar Übungen, du kannst auch ganz viele Fragen stellen, die wir beantworten. Und dann weißt du auch hundertprozentig, ob das Augentraining für dich was ist oder entsprechend nicht. Würde mich sehr freuen, dich dort wiederzusehen. Ansonsten, wie gesagt, gib gerne einen Daumen nach oben für dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Abonniere auch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.